Frau Dr. Gellinek, das ist eine kleine, was heißt eine kleine, eine fast große Erfolgsgeschichte, was hier geschrieben worden ist. Sie sind Impulsgeberin, Vorantreiberin für das Thema digitale Bildung hier in Stralsund. Mögen Sie kurz erzählen, wie ist der Stand? Wie geht es den Schulen rund um die Digitalisierung hier in Stralsund? Also zum aktuellen Stand, das ist immer schwer, weil es sich gerade tatsächlich täglich ändert. Ich bin da sehr froh drüber, wir haben unheimlich viel Fahrt aufgenommen und dadurch ist es tatsächlich immer so eine kleine Momentaufnahme. Ich würde sagen, dass wir insgesamt einen wirklich großen Schritt vorwärts gekommen sind und eine Menge Voraussetzungen geschafft haben, gerade was die Infrastruktur angeht, was die Ausstattung der Schulen angeht, aber auch was die Weiterbildung der Lehrkräfte angeht, was die Unterstützung bei der Anwendung von vielen technischen Details angeht, sodass es ein großer gemeinsamer Lernprozess bleibt. Wir sind auch noch echt lange nicht fertig. Und ich muss zwischendurch immer lachen, weil egal was wir machen, letztlich das einzig wirklich interessante Thema ist, wann haben wir endlich WLAN an der Schule? Und egal was wir vorher an tollen Glasfaser-Breitbandanbindungen gemacht haben, ist immer so, ja, ja, schön, aber wann haben wir denn WLAN? Sodass wir jetzt mit massivem Druck dran arbeiten, dass wir wirklich an allen Schulen bis Jahresende flächenverfügbar WLAN ausstatten können. Das klingt so einfach, das fühlt sich so einfach an, wenn Sie darüber erzählen. Was sind Ihrer Meinung nach die Erfolgsfaktoren hier in der Stadt Hansestadt Stralsund? Also ich glaube, wir haben zwei ganz wichtige Elemente, die dazu beigetragen haben, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Und hinkriegen ist wirklich auch alles, was ich sagen kann. Es ist nicht toll und es ist nicht perfekt, sondern es geht irgendwie vernünftig vorwärts. Das erste ist eine wirklich engagierte Lehrer- und Schulleiterschaft. Wir haben sehr kurz nach dem ersten, also im ersten Lockdown sozusagen Kontakt mit allen gesucht und gesagt, huch, was machen wir? Unsere Schüler sind nicht in der Schule. Und wie kriegen wir das irgendwie hin, dass wir die erreichen? Das war so der gemeinsame Wunsch und der gemeinsame Aufschlag. Und daraus hat sich sehr viel Kooperation und enge Abstimmung und gute Zusammenarbeit entwickelt. Und ich glaube, ohne dieses Grundsätzliche, das machen wir hier in Stralsund so zusammen, würde das ohnehin nicht funktionieren. Also wenn jede Schule doch so eher so, naja, wir haben uns jetzt Folgendes überlegt, dann glaube ich, klappt das nicht. Und der zweite wesentliche und vielleicht sogar noch fast wichtigere Faktor ist unsere Kooperation mit unseren Stadtwerken. Wir haben mit der IT-Abteilung unserer Stadtwerke ohnehin vorgehabt, mehrere Projekte zusammen zu realisieren. Das war alles so ein bisschen in die Zukunft gedacht. Da hatten wir uns überlegt, dass die Umsetzung des Digitalpaktes mit einem starken Partner einfacher ist und gerade der Service, der da geleistet werden muss. Das sollte aber dann alles irgendwann anfangen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und der Leiter der Abteilung, Herr Drescher, der auch noch hier ist, und ich, und haben gesagt, huch, wir müssen jetzt sofort irgendwas machen und haben so eine Art kleines Sofortprogramm gestartet. Und daraus ist jetzt dann eigentlich ein fließender Übergang auch in die ganz großen infrastrukturellen Maßnahmen entstanden. Und ich glaube, ohne diese beiden Aspekte, also dieses wirklich gemeinschaftliche Bemühen der Schulen und der Stadt zusammen und dann eben diesen unglaublich qualitativen hohen Input der IT-Abteilung der Stadtwerke, wäre hier nichts passiert. Das klingt eindrucksvoll. Die Ausstattung, was heißt das genau? Wie muss man sich das vorstellen? Was ist in den Schulen passiert? Also vielleicht darf ich ganz kurz einen Moment ausholen, als wir gesagt haben, wir müssen so eine kleine Art Sofortprogramm starten, um jetzt an unsere Schüler ranzukommen. Da haben wir überlegt, was braucht man, damit man irgendwie Fernunterricht hinkriegt. Also in meiner Vorstellung saßen die Lehrer in ihrem leeren Klassenzimmer und versuchen irgendwie mit ihren Schülern zu kommunizieren. Und dann haben wir gesagt, okay, der braucht erstmal irgendwie einen Rechner. Irgendwas, wo der dann fiel also auf, die haben keine. Also die Lehrer hatten alle keine Rechner. Da haben wir uns einen kleinen Trick ausgedacht. Damals durften wir noch keine Endgeräte für Lehrkräfte anschaffen. Und haben gesagt, das sind Klassennotebooks. Die bleiben dann also in dem Klassenraum stehen, da sollen die auch sein. Und ob der Lehrer das mal mit nach Hause nimmt, das lassen wir einfach mal so sehenden Auges in dieser Zeit durchgehen. Und dann war das schon mal ausgestattet. Dann haben wir festgestellt, wir haben nicht genug, wir haben gar kein WLAN. Und nicht jeder kann immer in die LAN-Steckdose seinen Computer stecken. Haben also ein kleines Lehrer-WLAN geschaffen. Und dafür mussten wir auch noch mal gucken, wir müssen die Bandbreite aufkurbeln. Wir mussten irgendwie vernünftig das umsetzen, weil das Schulnetz natürlich andere Sicherheitsansprüche hat, als das, was man sich zu Hause mal eben als kleines WLAN basteln kann. Dann haben wir gedacht, gut, wir brauchen irgendwie Endgeräte für bedürftige Schülerinnen und Schüler. Und kurz danach kam dann auch Gott sei Dank das Landesprogramm, was uns dann ermöglicht hat, das auch nochmal nachzulegen. Aber wir haben schon gleich im ersten Aufschlag einmal eine Runde Endgeräte angeschafft für die Schülerinnen und Schüler, wo wir dachten, wahrscheinlich haben die vielleicht nichts, haben das dann über die, wieder in sehr guter Kooperation mit den Schulleitungen und Klassenleitern an die Kinder und Jugendlichen ausgegeben.
da haben wir gedacht, gut, und worüber kommunizieren die? Wir brauchen also eine Schulcloud. Mhm. Und It's Learning war damals ja auch noch lange nicht so weit, wie das jetzt heute ist. Und unser Schulzentrum am Sund nutzte die HPI Schulcloud und dann haben wir gedacht, gut, dann jetzt alle Mann in die Schulcloud. Haben dann also von einer auf 16 Schulen, oder 14 sind es dann insgesamt, zwei haben andere Wege gewählt, das geschafft, alle Schulen in der Schulcloud anzumelden und dort die Klassenräume einzurichten, mit sehr viel Unterstützung wieder von den Kollegen der SWS und unseren tollen IT-Beauftragten in den Schulen. Die haben sich nämlich dann auch rausgebildet, dass wir wirklich feste Ansprechpartner haben an jeder Schule, die sich mit unglaublichem Engagement auch selbst fortbilden und da reinhängen, dass das irgendwie vorangeht. Und die sozusagen Internet, also Netzwerke, dann der Service, den wir leisten können durch Weiterbildung, die Endgeräte, die wir haben, hat dann, und die Schulcloud haben sozusagen die grobe Struktur gegeben, in der wir dachten, jetzt könnte Fernunterricht gut stattfinden. Und kamen dann sehr schnell natürlich an die Grenzen, die das leisten kann. Und ein wirklich großes große gemeinsame Aufgabe war die Schulung von Lehrkräften. Und da kamen wir dann an einen Punkt, wo wir sagten, das schaffen wir gar nicht. Also da war so viel Fragen und so viel Wünsche, noch mehr zu wissen, dass wir gedacht haben, huch, was machen wir jetzt? Und dann haben wir geguckt, dass wir noch weitere Partner gewinnen und haben dann einfach einen kleinen Aufruf gestartet als Stadt, haben gesagt, wir suchen IT-Coaches, also jemand, der irgendwie Ahnung hat und vielleicht Engagement zeigen möchte und sagt, Mensch, ich helfe jetzt unseren Schulen, hier was voranzubringen. Und dann haben sich innerhalb von sehr kurzer Zeit wirklich insgesamt haben wir 20 Kolleginnen und Kollegen gehabt, die da unterstützen. Dann sind wieder welche weggegangen, sind neue dazugekommen, aber wir haben tatsächlich für jede Schule in der Stadt einen IT-Coach oder eine IT-Coachin, die Lehrkräfte und die Schulleitungen und die IT-Beauftragten vor Ort unterstützt. Also die kommt auch regelmäßig in die Schulen. Einige telefonieren oder machen das per Videokonferenz. Viele helfen auch beim Einrichten mal von einem Drucker oder so. Wir haben diesen IT-Coaches, die wirklich also eine tolle Truppe sind und auch extrem kompetent. Also ich hatte ja eher gedacht, wir finden so ein bisschen IT-affine Leute, so wie mich, die eigentlich keine Ahnung hat, aber sagt, ja gut, so ganz grob irgendwie so eine Software eingerichtet, kriege ich schon hin. Nein, das waren richtig Fachleute und Fachfrauen, die da gekommen sind. Mich total gefreut, so, dass wir denen auch ein bisschen mehr Rechte geben konnten, dass sie da auch in der Schule ein bisschen selbst wirklich was vor Ort machen können. Und auf diesen Aufruf hin haben sich dann eben auch die Kollegen hier aus dem Makerport unter anderem gemeldet, die jetzt die IT-Lagune, die uns sehr unterstützt und die dann auch hier Sprechzeiten angeboten hat für die Lehrkräfte, dass sie vorbeikommen können. Und auch ganz toll die Unterstützung durch das Bildungszentrum des Hauses der Wirtschaft, die sagten, naja, IT-Coach können wir nicht, aber vielleicht können wir euch ja helfen, dass wir so Schulungen anbieten für die Lehrkräfte. Gott sei Dank. Und die haben wirklich ein tolles Programm aufgelegt, wo sie dann die Kollegen geschult haben in kleinen, verständlichen Einheiten. Ganz toll. Und das war, da ist sozusagen dieses Gemeinschaftliche nochmal ein bisschen gewachsen dadurch. Es ist wirklich sehr angekommen, so in der Stadtgesellschaft, und haben diesen lustigen Hashtag, der zu Corona entwickelt wurde, der heißt Stralsund hält zusammen. Und das hat man an der Stelle wieder sehr gemerkt. Da kommt, wenn man fragt, kommt ganz viel Unterstützung. Das klingt nach einem sehr wertvollen, kraftvollen Hashtag. Ich höre, das ist unheimlich spannend, ihn zuzuhören. Ich glaube, da ist noch eine Menge im Kopf, was Sie sich vorgenommen haben, was jetzt eigentlich noch zu tun ist. Wenn Sie uns teilhaben lassen mögen, was sind die nächsten Schritte, die unmittelbar vor der Tür stehen oder die Sie visionär gern anpacken möchten? Also die wichtigste Aufgabe ist wirklich erstmal die Fertigstellung der Infrastruktur in den Schulen. Das heißt, wir haben gerade die großen Ausschreibungen, sind in der Vorbereitung für die digitalen Tafeln und was wir noch an festen Gerätschaften in den Schulen brauchen. Da haben wir jetzt, können wir auch immer zurückgreifen auf die IT-Coaches und auch auf die IT-Beauftragten und die Lehrkräfte, dass wir sagen, kommt bitte vorbei, guckt es euch an, was haltet ihr davon, damit wir nachher möglichst großen Rückhalt auch haben bei den Anschaffungen. Die Fertigstellung des Breitbandausbaus, Sie haben jetzt Glasfaser, glaube ich, an fast allen Schulen schon anliegen. Das muss natürlich aber jetzt auch noch entsprechend verteilt werden. In einigen Schulen müssen wir auch noch mal nachverkabeln, also da ist dann wirklich noch was, da muss noch mal die Wand aufgestemmt werden und ein Kabel gezogen. Das ist dann etwas, was man natürlich nur in den Schulferien machen kann, obwohl uns da schon auch viele Schulleitungen signalisiert haben, kommt, also ne, jetzt mal 2 Tage die Ohren zuhalten, das kriegen wir hier auch irgendwie hin. Bitte, bitte WLAN, das immer wieder. Und dann natürlich sozusagen die Installation des WLAN, da hat die SWS eine tolle Konzeption gemacht.
die eben auch den extremen Anforderungen, die so ein WLAN aushalten muss. Ne? Also alle Schüler gleichzeitig im Unterricht, alle Schüler gleichzeitig in der Pause privat mit ihren Endgeräten unterwegs. Wir wollen ein echtes Bring-Your-Own-Device-Netz auch haben, dass die mit ihren privaten Sachen da ins Netz gehen können und aber sicher surfen. Na, Sie können sich vorstellen, das ist ziemlich aufwendig. Und jetzt haben wir tolle Technik ausgeschrieben, die wir bekommen werden, die dann auch wirklich auf dem Enterprise-Level das Ganze abdeckt. Aber da weiß Herr Drescher viel mehr zu, das müssen Sie ihn dann fragen. Das ist sozusagen aus meiner Sicht erstmal von der Infrastruktur noch sehr wichtig. Dann wollen wir mit den Schulen zu It's Learning wechseln. Mhm. Also die Schulleitungen haben sich einstimmig dann beim letzten Mal bei unserer Schulleiterrunde dafür ausgesprochen, dass jetzt It's Learning auch die Funktionen hat, die sie sich gewünscht haben. Und wir auch als Schulträger sagen müssen, da sind viele Verknüpfungen, die für uns die Arbeit leichter machen. Na, also das Einpflegen von Daten, das dann direkt einfach aus Schwerin, aus dem Bildungsministerium kommt. Und wir müssen es nicht mühsam hier von Klasse zu Klasse immer machen. Das wird, glaube ich, nochmal ein ziemlicher Kraftakt, weil wir doch eine Menge jetzt geschult haben auf die HPI-Schulcloud. Ich glaube, dass sehr viel Kompetenz entstanden ist und dadurch der Wechsel auch leichter werden wird. Aber nichtsdestotrotz, ne, immer was Neues ist dann so, also ich sehe auch schon die etwas fassungslosen Blicke, so jetzt haben wir doch gerade die Schulcloud, was sollen wir jetzt schon wieder was Neues machen? Und dann wird es nochmal sehr spannend, wenn wir dann wirklich die Technik in den Schulen haben und die Schüler wieder in den Schulen haben. Und da zähle ich ja sehr drauf, dass wir hoffentlich im nächsten Schuljahr möglichst ausschließlich noch Präsenzunterricht haben. Also ich will wirklich keinen Tag mehr, dass die jungen Leute Schule verpassen müssen, dass wir dann mit den neuen Geräten, die wir dort haben, den neuen Möglichkeiten, die wir dort haben, auch wirklich digitalen Unterricht gestalten. Und eben nicht jetzt nur in der Corona-Situation als Notfall-Backup-Plan, sondern wirklich ganz gezielt diese modernen und tollen Möglichkeiten, die sich hier bieten, im Unterricht zu integrieren. Und ich glaube, das wird sehr spannend, weil viele doch aus einer sehr analogen Zeit noch ihren Unterricht vorbereiten und treffen jetzt auf eine Schülerschaft, die unheimlich viel kann und weiß und auch hohe Ansprüche formuliert. Ne? Und ich glaube, da werden wir noch gemeinsam weiter ordentlich arbeiten und auch gucken, dass wir möglichst gute Unterstützung leisten können. Und ich sehe eben auch, was hier in der Stadt so entsteht. Also jetzt gerade, wir sitzen hier im Makerport, das ist so eine Anlaufstation auch, wo eben so ein Übergang ist. Die haben hier Projekte, die sie auch für Schülerinnen und Schüler spezifisch anbieten, wollen mehr auch in die Schulen rein, wollen die Schülerinnen und Schüler früher erreichen. Und ich glaube, dass wir damit klar machen können, dass es nicht nur so ein Tool war, was wir jetzt für Corona brauchten, sondern dass das wirklich auch die Zukunft der Schule sich eben ist, sich digital aufzustellen. Und ich hoffe auch sehr, dass dann einfach sehr viel kluge und digital gebildete junge Leute aus den Schulen kommen. Frau Gellinek, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Interview. Eine Frage noch, weil ich gerne auch über den Megafon zusammenarbeiten mit den Bitköppen. Ich bin auch fasziniert, was da entstanden ist an Projekten und wie toll die jungen Leute sich mit denen digital kompetent sind. Wie kam das Projekt oder wie kommt das bei den Schülern an? Haben Sie dort, wie reagieren die Schüler darauf, dass das entstanden ist? Also da muss ich immer gestehen, wir sind ja als Schulträger wirklich nur, eigentlich bin ich ja nur fürs Gebäude, der Hausmeister, die Schulsekretariate zuständig und ein bisschen Infrastruktur. Die Kommunikation, die wir jetzt pflegen, also ich habe eine Runde etabliert auch mit den Schulsprecherinnen und Schulsprechern der Stadt, wo wir uns regelmäßig austauschen, die drehen sich im Moment um wirklich ganz drängende Themen wie Testung, Impfung, funktioniert euer Internet, habt ihr die Möglichkeit auf die Endgeräte zuzugreifen, dass ich jetzt über spezifische Themen mit denen nicht spreche. Sondern es ist im Moment eher noch so ein bisschen Feuer löschen und die großen Berge abarbeiten. Insofern kann ich Ihnen dazu jetzt nichts sagen. Ich selbst finde das Projekt auch sehr gut. Ich habe dafür auch gerne immer Werbung gemacht, noch vor Corona, als es sozusagen alles ein bisschen einfacher war. Aber da müssten Sie tatsächlich wirklich die Kolleginnen und Kollegen hier vom Makerport fragen. Und auch sozusagen, wie Sie gerade haben gesagt, gemeinsam die Lernkurve, was man noch mit digitalen Anwendungen alles machen kann. Wir dürfen also gespannt sein, was sich in Stralsund entwickelt. Ich bedanke mich sehr herzlich für das sehr inspirierende Gespräch. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Alles Gute.